Guess who's back? Hallo ihr Lieben, ich habe euch ja im letzten Video gezeigt, wie wir Stencil benutzen, also das heißt, wie wir zum Beispiel Gras stenciln. Entschuldigt bitte die Melodie, vielleicht können wir es eins leiser machen, geht das noch eine Spur leiser? Dann geht das nicht mehr. Dann geht das nicht mehr. Das ist auch sehr laut. Eieieiei. Ich hoffe, das ist nicht zu laut. Genau. Ich habe euch gezeigt, wie wir Gras stenciln. Wir haben Wolken gemacht und wir haben ein bisschen mit Paste gearbeitet. Diesen Block lege ich euch wieder ans Herz. Wie gesagt, den gibt es in... Ich zeige euch das mal. Einmal in so. Und einmal in so. Das ist im Prinzip... Ich dachte am Anfang, ach du meine Güte. Der hat mir überhaupt nicht gefallen, weil... Ich weiß nicht. Das Hirn erkennt, nein, das ist nicht der gleiche Block. Es sind weniger Papiere, es ist aber das gleiche, dasselbe Papier. Es ist nur recycelt, ja? Ist genauso wunderschön. Also wenn ich da mal was anderes gesagt habe, vergesst es bitte. Das ist das gleiche Papier, wunderbar. So, ich nehme mir jetzt mal... Nehmen wir jetzt mal ein Blatt raus. Ich habe mich da eingedeckt. Ich habe so viele Blöcke mitgenommen. Also wer da Interesse hat, meldet euch gerne. Ich bezahle bei uns im TD 10 Euro. Ich habe auch schon gehört, dass manche nur 9 Euro zahlen irgendwo. Bei Woolworth oder so habe ich ihn noch gar nicht gesehen. Oder Rossmann sogar. Im Internet ist der noch teurer. Das Blöde ist nur... In dem einen Block sind 40 Blätter drin und in dem recycelten sind 30. Und es ist aber der gleiche Preis. Also ich zahle 10 Euro für beide Blöcke. So. Ich schneide mir nur mal das Papier in die Hälfte circa. Naja, ist nicht vielleicht... Die Hälfte, aber egal. Ja, fast. So. Es wurde sich gewünscht, und das Schöne ist, ich habe gerade Zeit, es wurde sich gewünscht, dass ich euch zeige, wie man Wasser macht. Also wer mich verfolgt, der hat ja schon öfters gesehen, wie ich Wasser zaubere, ne? Wie ich da mit Stencil arbeite. Meili, mach's mal aus. Super. Ich nehme mal hier zwei Farben. Ich nehme auch immer das gleiche. Dann nehmt ihr euch ein Blending-Tool eurer Wahl. Ich nehme jetzt mal die beiden hier. Ich finde die richtig toll. Da gibt es auch... Moment, ich habe hier noch ein Zues. Da gibt es hier noch so eine Dinger. Da sind 9 Stück drin. Und ja, also das ist wirklich richtig toll. So, ich hoffe, das war gerade echt nicht so laut. Aber naja, was willst du machen, ne? Bin nun mal nicht alleine hier im Haus. Ich schnappe mir heute einen richtig coolen Stencil. Ihr könnt nämlich verschiedenste Arten von Wasser kreieren und ich zeige euch heute mal, wie ich das mache. Dazu nehme ich mir einmal den hier und einmal... Lawnfawn, ne? Da haben wir wieder, das sind wie die Grasstencils. Ne? Ihr seht schon, wo die Reise hingeht, ist dasselbe Prinzip. Ja, genau. Ach übrigens, die Aufbewahrung. Ich verlinke euch mal das Video in der Infobox. Das sind Vinylhüllen. Da habe ich auch mein Papier drin. Ne, da habe ich ganz große und die kleinen.
Also wer da vielleicht mal eine Aufbewahrung sucht, ich finde es geil. Also fetzt. Hab da meine ganzen Stencils drin. So, wir fangen aber hier erstmal an. Und zwar, ihr müsst euch jetzt vorstellen, wir haben ja jetzt was ausgestanzt, ne? So. Ich mache ja zum Beispiel gerne hier so Land, ne? Braun und hier vielleicht auch in der Ecke braun. Und was weiß ich, wenn ich jetzt hier Tierchen draufsetzen möchte, die rumschwimmen oder so, ne? So, und ihr blendet das jetzt erst einmal hin und her, vor und zurück, wie ihr halt eben lustig seid. So, dass ihr sagt, ja, das gefällt mir. Ne, damit kann ich leben. Übrigens danke ich nochmal der lieben irgendwas mit Bibi, Kätzchen Bibi. Ganz liebe Grüße an der Stelle. Ich habe eine ganz lange Liste, aber ich fand das so toll, das Thema. Also vielen, vielen lieben Dank. Ich dachte mir, Mensch, das passt gerade und habe es ganz oben hingetan. Und falls ihr noch mehr Ideen habt für Videos, wie gesagt, ich habe ein Buch, da steht alles drin. Ich habe bis jetzt fast 2 Seiten voll, ohne Mist. Aber ich gucke natürlich immer, was passt am besten zusammen. Wenn ihr noch irgendwie was sehen wollt, haut's in die Kommentare, schreibt mich an, ihr findet mich auch bei Insta. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Ich versuche alles zu verlinken. Ihr könnt mich auch privat einschreiben, falls ihr euch irgendwie nicht traut. Habe ich ja das letzte Mal schon gesagt. Es gibt einfach Leute, die trauen sich nicht öffentlich zu kommentieren und das hat man zu respektieren. Ich möchte sowieso hier kein Hate auf meinen Kanal. Wer zickt oder andere beleidigt oder der fliegt und ja, ich möchte immer, dass hier ein sauberer Umgang herrscht. Aber ich habe so tolle Abonnenten. Ich habe, solange wie ich hier werkle, habe ich noch nie was gehabt und ich finde das unglaublich toll. Weil Mobbing, könnt ihr mir glauben, ich meine, ich bin eine starke Person, aber es gibt Menschen, die können noch nicht mal ein Hauch ab, wenn ihr versteht, was ich meine. Und Mobbing ist ein ernstes Thema. Also immer einen netten Umgang miteinander. Mir passt auch nicht jeder Mensch, aber deswegen greife ich nicht gleich jemanden an. So, jetzt sind wir irgendwie abgeschweift. Ich wollte nur sagen, ich finde es toll, dass ihr mich auch privat anschreibt. Also das könnt ihr gerne tun, wenn ihr euch da nicht traut, öffentlich zu kommentieren. So, als erstes gebe ich hier immer so ein paar Wassertropfen drauf. Ich finde, wenn ihr eine Unterwasserkarte macht, wo hier oben die Meeresfläche ist quasi, also die Meeresfläche. Ich meinte die, na sagt mal, wo es aus dem Wasser rausgeht. Der Meeresspiegel, ach ihr wisst was ich, die Meeresoberfläche. Leute, und hier unten haben wir dann den Meeresboden. Dann finde ich das immer sehr schön, wenn wir so ein paar Tropfen drauf geben. Und die könnt ihr abtupfen oder föhnen. Ich finde föhnen besser. Sieht schöner aus. Ich nehme auch gerne sehr viel Wasser. Aber heute tupfen wir das mal trocken. Habe ich auch lange nicht gemacht und sieht auch schön aus. Ne, ihr nehmt einfach das Wasser weg. Und die Distressed Oxide Farben, die reagieren. Und jetzt allein, schaut euch das mal an. Jetzt stellt euch mal vor, hier eine Meerjungfrau drauf. Das ist doch Hammer, oder? Ist das nicht schön? Ich finde es toll. Ich finde das richtig toll. So, wir brauchen jetzt eine Brushbürste, die ihr bitte nur für Pigment, also für das Yeti nehmt, für das Weiße. Oder ich weiß nicht, was ihr sonst noch so für
weiße Stempelfarbe habt. Ich nehme das von Lawnfond, ich finde das ganz toll. Bitte geht nicht da rein. Ihr seht, ich habe es auch schon versaut. Ich mache das jetzt, aber das ist auch fast tot. Also ich muss mal ein neues holen. Aber ansonsten gebt das immer auf. Ne? Und dann nehmt ihr das so weg. Also ihr wisst, was ich meine. Also ich zeige einfach nur mal, das passt, würde wunderbar passen. Ich weiß gar nicht, ob ich den euch zeigen darf. Jetzt habe ich ihn euch gezeigt, egal. Aber ich glaube, ein bisschen Peekaboo dürfen wir machen. So. Den Stencil am besten fixieren. So ein bisschen. Und wenn ihr so ein Stencil habt, der Streifen habt, macht nicht so. Ihr verwischt euch alles. Macht das bitte in diese Richtung, wie der Stencil läuft. Ja, also in die Richtung oder in die Richtung. Ich zeige euch das mal kurz. Seht ihr das? Der wackelt hin und her. Also das wird einfach nichts. Haltet es am besten schön fest und gut ist. So, ich lunche mal kurz drunter. Ja, es ist mir sogar noch ein bisschen zu viel. So soll das natürlich nicht aussehen. Ich nehme mir jetzt mal eine andere Bürste. Moment, ich nehme jetzt mal die hier. Verblende das mal ein bisschen. So. Jetzt haben wir ein bisschen Weiß hier mit drauf. Und jetzt nehme ich mir, wie war der Stencil? So war der. So, seht ihr? Also fixiert den schön, damit er euch wirklich nicht verrutscht. Das ist nämlich sonst echt kacke. Also so toll wie der ist, aber in der Hinsicht finde ich das echt blöd. Jetzt müssen wir bloß dann noch mal Wasser drauf machen, ne? Das haben wir uns jetzt natürlich alles versaut. Also, Wasserspritzer danach drauf geben. So. Ich habe so eine Karte aber schon mal gemacht. Also, ich blende die mal ein. Ja, also ihr müsst nicht so viel Wasser nehmen wie ich, ne? Aber ich finde das gerade schön. Und ihr Lieben, schaut mal, wie cool das aussieht. Wenn ihr der Meinung seid, das sieht scheiße aus, macht weiter. Ne? Denkt immer an meine Worte. Macht weiter. Nicht aufhören. Wenn es ganz zum Schluss blöd aussieht und ihr sagt, ich bin absolut nicht zufrieden, dann könnt ihr das immer noch wegschmeißen. Aber bis zum Schluss kämpfen
Und dann, es gibt auch Sachen, die ich schon weggeschmissen habe. Das sind mal Kolorationen. Ne? Zum Beispiel, ich habe heute was koloriert. So, die beiden Mäuse. Ne? Den Perfekt hier. Bin ich nicht ganz so zufrieden. Nehme ich trotzdem, aber manchmal passiert's. Da fliegt bei mir auch mal was über Bord, aber selten. Ne? Kämpft da wirklich bis zum Schluss. So, und schaut mal. Ich weiß nicht, wie ihr das findet. Ich finde es mega schön. Ich suche gerade, wartet. Wartet, 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 wartet. Naja, okay. Die passt jetzt vielleicht. Naja, obwohl, doch. Die passt doch wunderbar. Schaut mal, ihr Lieben. Ne? Die würde doch super passen. Oder? Krass, wie die Kamera manchmal so dieses. Also das ist ja eher hier so ein Blau, aber eigentlich ist das so ein Türkis. Beides. Passt aber gut zusammen. Also in der Kamera und in Wirklichkeit passt es sehr gut zusammen. Ja, ihr Lieben. So, nee, das war es natürlich nicht. Das räumen wir erstmal weg, machen wir dann sauber. Denkt dran, macht bitte eure Stencil immer sauber, ihr Hasen. So, das lassen wir trocknen. Und verstanze ich mir auch nachher was aus und dann machen wir hier mit der Püppi eine Karte. Das ist übrigens ein Stempel von Kitsch Kollektiv. Ich hab da einige, ein paar, was heißt einige, aber schon ein paar, sehr, sehr schöne Stempel. So, jetzt machen wir eine andere Art von Wasser. Jetzt waren wir ja im Wasser drin. Na? Und jetzt wollen wir aber aufs Wasser drauf gucken. So, ach so, ihr seht das gar nicht. Passt mal auf, wenn ihr keine Stencil habt, dann schneidet ihr euch ein bisschen Papier zurecht und dann könnt ihr das hier sogar noch anlegen. Ne? Wie die Lawnfawn-Stencil. Also, ihr könnt euch ganz einfach Stencils selber machen. Ne? Nehmt euch ein Papier und schneidet euch hier so eine Welle rein. Dann könnt ihr alle beide Seiten nutzen, wie ich es hier gemacht habe. Die Not macht erfinderisch, meine Lieben. So, jetzt muss man aber mal hier rüber wieder. Voilà. Gleiches Prinzip wieder, ne? So, und jetzt gucken wir, wo wir unsere Oberfläche haben wollen. Und ihr wisst ja, wie wir anfangen, ne? Haben wir ja im letzten Video gelernt, wie wir es denn machen sollen, damit nichts verschmiert. So. Das ist die erste Welle. Und jetzt mache ich das so, dass ich halte mir das hier mal so dran. Wartet, ihr seht gleich mehr. Schaut mal. Na, das müsst ihr euch jetzt natürlich richtig braun vorstellen. So, dann nehme ich mir den nächsten Stencil und setze meine Welle hier hin. Es kommt natürlich immer darauf an, wie viele Wellen möchtet ihr haben. Na? Und möchte ich die höher, möchte ich die nicht so hoch?
Kommt natürlich immer drauf an. So. Jetzt habe ich natürlich, oh, seid gar nicht im Bild, Entschuldigung. Jetzt habe ich natürlich meinen Hügel hier nicht abgedeckt. Ja, das müsst ihr euch sauberer vorstellen, ihr Lieben. So. Und wenn man jetzt natürlich hier oben, jetzt muss ich noch mal gucken, wo das ist. Nee, das ist es auch nicht. Ach, hier. Dann kann ich jetzt hergehen und kann das hier abdecken. Und kann mir hier noch meinen Himmel machen. Ja? Das habe ich. Das habt ihr ja im letzten Video gesehen. Natürlich könnt ihr euch jetzt hier noch wieder die Wassertröpfchen drauf machen. Na? Kann man machen, muss man nicht. Diese Wellen, die wir hier vorhin gemacht haben, diesen Stencil, müsst ihr nicht unbedingt drauf machen. Hier guckt man nämlich aufs Wasser drauf, von oben. Hier ist von der Ferne, also von vorne. Und wenn wir den Stencil hier nicht genutzt hätten, dann sind wir mitten im Wasser drin. Ein Moment. Ich habe hier mal noch zwei Karten geholt. Zum Beispiel hier, seht ihr, hier sind wir im Wasser drin. Da könnt ihr noch Strahlen nutzen. Hier habe ich das auch genutzt. Die kommen von hier. Ja. Und Plätscher. Und hier haben wir, hier habe ich mit einer Stanze gearbeitet. Da kann man aber auch einfach hier so eine Sanddüne machen, sage ich mal. Also, es gibt so viele Wege, Wasser zu kreieren. Es kommt immer darauf an, welche Sicht möchtet ihr haben. Wenn ich es nicht vergesse, blende ich euch auch mal hier Bilder ein. Denn Unterwasserkarten ist mein Steckenpferd. Also jeder, der mich kennt, weiß, Unterwasser ist mein absolutes, ja, als ob ich da zu Hause bin. Ne? Also das ist, ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich liebe es einfach, wirklich. Ich liebe, 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 liebe es, weil es so viel Spaß macht und man kann so viel damit machen. Ihr könnt hier zum Beispiel Palmen hinsetzen. Ihr könnt nur mit Stencils arbeiten. Ihr könnt mit Stencils und Stanzen arbeiten. Ihr könnt hier noch, von Lawnfawn gibt es so ein schönes Set, da kann man einen Sonnenuntergang machen. Ja, also ihr könnt so, so schöne Sachen machen damit. Ihr könnt Wellen stenzeln, was wir heute gemacht haben, und könnt auch noch mit Stanzen arbeiten. Oder ihr schlitzt das hier mit einem Cuttermesser ein und könnt zum Beispiel, ich nehme jetzt mal hier den kleinen Fuchs, ne, und kann den hier so dazwischen tun, als ob der gerade ins Wasser springt. Also es gibt ganz, ganz viele Wege, ne, und Sachen, die man machen kann. Ihr Lieben, ich hoffe, ich konnte euch bzw. der Dame, aber auch anderen heute etwas helfen. Ja, heute haben wir mal das Wasser kennengelernt. Was können wir machen? Gibt natürlich bestimmt noch tausend andere Sachen. Aber das sind so die Wege, die ich gerne mache. Ihr könnt mich auch auf Insta besuchen und auf Facebook, wobei ich mehr auf Insta ja, mehr aktiv bin. Wie gesagt, falls ich es nicht vergesse, ich versuche alles in die Infobox zu verlinken. Besucht mich da gern. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr ein Abo da lasst und vielleicht einen netten Kommentar da lasst, eure Wünsche reinschreibt. Ja, und betätigt die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss.